Ladies and Germany, herzlichst willkommen zu einer neuen Doppelfolge Temptation Island, Folge 8 und 9. Ziehen wir uns hier heute rein. Wirklich wunderschön, aber auch eine Kopfwickerei für die Seele. Was ist denn davor passiert? Also, Nasrin hat Bilder von Josh bekommen, wo er eine hammerharte Latte hatte und sich die hat auch weiter fröhlich massieren lassen von einem Arsch. Einem nackten Arsch einer Verführerin. Also ich habe die Faxendicke. Ich habe wirklich Faxendicke. Und ich bin also kurz davor, einfach die Kontenance zu verlieren. Und es standen die ersten Einzellagerfeuer an. Also beziehungsweise Lola ist in die Villa gekommen, der Frauen. Und da wird jetzt... dieses leckere Getränk ist im Bild. Das ist doch wirklich Ästhetik pur. Nee. Lola wird jetzt mit den Mädels quatschen, mit jedem Einzelnen. Vivi haben wir letzte Folge schon minimal gesehen und da werden wir auch jetzt gleich reinstarten in das Einzellagerfeuer von Mivi. Mimi, genau, Vivi. Bist du dumm? Die Mo sehen wird. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren, meine lieben Freunde. Pflichtprogramm. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ihr dürft alle sagen. Echt? Klar ist sie wunderschön, die Sandra. Sie ist ein gebildetes Mädchen, sie weiß, was sie halt im Leben hat. Ich verstehe gar nicht, was so witzig ist. Warum hat die gelacht? Also das waren jetzt die Bilder noch. Sie ist geschockt auf jeden Fall, haben wir schon gehört. Aber warum lacht die, als der meint, sie ist ein gebildetes Mädchen? Weil es aus seinem Mund kommt, oder? Kein Kommentar. Ich bin geschockt auf jeden Fall. Also das sind für mich halt Sachen, mit denen ich halt echt nicht gerechnet habe. Und ich finde auch so dieses zusammen einschlafen, kuscheln, es ist schon hart zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist sowas von hart zu sehen. Mo war in der ersten Folge, da sagen die ja immer noch, okay, was ist Untreue für mich, bla bla bla, der saß da mit ihr. Fremdgehen fängt schon an, wenn man nur mit einer Person die ganze Zeit abhängt, mit ihm richtig intim wird oder mit ihm irgendwie... kuscheln. Wen will der hier eigentlich verarschen? Der weiß doch genau, dass das, was er da tut, falsch ist. Also es ist nicht das, was da besprochen wurde. Und dieses Beieinander schlafen, letzte Folge, hat irgendwer noch gesagt. Zu wem haben sie das gesagt? Ich glaube zu Nasrin. Haben sie die aufgebaut und gesagt, es ist doch noch nichts passiert. Da war dann noch nichts untreu. Also da wurde noch nicht geknutscht, da wurde doch noch nicht miteinander irgendwo im Bett geschlafen. Das ist Untreue. Das heißt, auch für Vivi, die saß daneben und hat zugestimmt. Jetzt sieht sie diese Bilder und die einzige Reaktion sollte doch sein, Abbruch. Abbruch, Temptation Island gescheitert, ich fahre jetzt in die andere Villa und poliere dem die Fresse. Nicht bei Vivi. Frauenbruder. Lola fragt sie jetzt, was für Grenzen er denn genau überschritten hat. Und sie sagt halt auf jeden Fall das Kuscheln. Wenn du halt einen Partner hast, so, dann hast du auch nur mit diesem Partner zu kuscheln und einzuschlafen. Ja, und was für sie auch noch eine Grenzüberschreitung ist, ist einfach der Fakt, dass der sagt halt, die Verführerin ist so schön und so gebildet und bla bla bla, ne? Natürlich verletzt einen das, wenn man das dann so hört, dass er halt auch über eine andere Frau so redet. Total, total, also... Wenn es doch nur eine Verführerin wäre... Warum muss Mo dann ständig sagen, dass er so eine krasse Connection mit Sandra hat und er vertraut nur Sandra da? Heißt die Sandra? Ich bin gerade irgendwie selber ein bisschen verwirrt. Provozier mich jetzt echt nicht. Und alles pipapo, weißt du? Also, wir dürfen halt nicht vergessen, dass Mo ja schon fremdgegangen da reingegangen ist. Also da ist eine Verführerin dabei, mit der hatte er schon was. Horror eigentlich. Und das, was hier jetzt alles passiert, das kommt ja da nochmal oben drauf. Und er stand da in der Villa und hat mit Tammo geredet und meinte, wenn das rauskommt, Vivi wird auf jeden Fall abbrechen und so. Das ist schön. Zu schön. Er weiß es halt. Und trotzdem, Piano kennt er nicht. Der macht einfach weiter. Überschreitet eigentlich alle Grenzen, bis auf dass der jetzt diese Verführerin küsst oder so. Aber der Körperkontakt ist da, die Connection. Alles ist doch da. Selbst die Verwirrung ist hier verwirrt. Du hast hiernach hast du komplett neue Synapsen im Hirn. Du hast komplett nächste Level freigeschaltet oben. Ja, und Lola fragt sie jetzt nochmal ganz konkret, ob sie ihm das, was er bis jetzt gemacht hat, verzeihen kann. Mir liegen halt die Menschen, die ich halt liebe, einfach so am Herzen. Und ich möchte halt nicht immer so schlecht über meinen Partner denken oder über ihn reden, so, weil ich ihn halt liebe. So ist ja völlig klar.
Ich bin da voll bei dir, Vivi. Ich bin da voll bei dir. Ich bin auch kein Verfechter davon, schlecht über meinen Partner zu reden oder sonstiges. Ich bin sogar so schlimm, dass ich eigentlich am besten gar nichts erzähle, weil ich immer schon will, dass nicht jemand anders schlecht denkt, nur weil ich meine Meinung erzähle und das natürlich auch ein bisschen verfälscht ist. So, ne? Und mein Partner vielleicht auch gar nicht dann die Chance hat, sich da selber so zu rechtfertigen. Also ich bin jetzt auch keine große Gossip-Tante unter meinen Freunden. Außer, Ja, weiß ich auch nicht. Außer weiß ich auch nicht. Aber das ist ja schön und gut. Und ich finde es auch toll, dass man so denkt. Aber wenn dein Pater nur Scheiße macht, dann ist es absolut legitim, das auch offiziell zu sagen. Also wir haben es ja alle gesehen. Du musst ihn nicht in Schutz nehmen, Vivi. Keiner würde es dir übel nehmen. Ganz im Gegenteil, die Leute hoffen, dass du endlich mal die Augen aufmachst und klar einfach aussprichst, dass das, was er macht, überhaupt nicht geht. Und dass das absolut ein Grund für eine Trennung wäre. Weiß ich nicht. Weißt du, du musst ja auch manchmal Dinge aussprechen, um sie selbst zu realisieren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, die ist so verblendet mit dem. Scheißegal, was der macht, sie wird bei ihm bleiben. Wir hoffen alle, dass Vivi wach wird, dass sie im Endeffekt was Besseres findet. Er ist sich sehr bewusst, dass sie ihn sehr liebt. Dass egal, was er tut. Und das ist genau das Problem. Also ich glaube, sie ist halt komplett festgefahren. Sie sieht das gar nicht mehr, weil die hat schon so viel Scheiße gefressen. Du wirst ja auch irgendwann abgestumpft. Wünsche ich so niemandem. Und man hat natürlich auch einfach Angst, den Partner zu verlieren. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht daran schuld bin. Ja, das meine ich halt. Sie hat natürlich Angst, den Partner zu verlieren, auch wenn sie weiß, dass sie nicht daran schuld ist. Und das ist halt genau dieser Punkt. Ich verstehe es zu 1000%. Aber möchte man eine Person haben, die einen schlecht behandelt? Beziehungsweise hinterrücks einen einfach vergisst. So. Der macht ja, was er will, ne? Der ist ein bisschen wie ich. Ja. Und Lola fragt sie jetzt auch nochmal, wenn sie diese Bilder sieht, ob sie glaubt, dass er sie genauso doll liebt, wie Vivi ihn liebt. Also ich hoffe, dass er mich genauso liebt, wie ich ihn auch liebe. Ich finde, Lola guckt so richtig so, wach doch auf, hier mit einem Eiskübel, mit Wasser, zack, einmal ins Gesicht und dann Neustart. Aber es ist natürlich schwer, sowas halt zu glauben, wenn man das halt sieht, ne? Deswegen, also warum solltest du das glauben? Warum solltest du das glauben, dass dich jemand liebt? Also ich finde, wenn dich jemand liebt, der behandelt dich doch nicht so. Was ist das für eine Liebe? Die kann man sich doch sowas von den Arsch schieben. Dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht. Jetzt die nächste. Geiler komm, Schwanz, schön, Digga. Hä? Am wichtigsten ist, dass die Eichel gut ist, ne? Aber ist auch noch was drüber über der Eichel, weil eine Mütze. Bah, eine Mütze. Damit meint ihr die Vorhaut, ne? Das ist Phil. Was ist das? Wen interessiert's, ob du eine Mütze anhast oder nicht? Oh, der Bruder, der ist anders. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass er da bei diesen Themen so offen ist. Ja, das natürlich mit seinem guten Stück da, das irgendwie zu beschreiben, muss jetzt halt auch nicht unbedingt sein. Dass hier dann immer so hingehört, ja, bin ich mir nicht so sicher. Voll, Alter. Ich will mich auch so einen abgrinsen, weil das... Junge, erzähl doch nichts über deinen Schwanz, Mann. Seine Mission ist die Mission Impossible. Aber Lola fragt sie jetzt auch nochmal, ob sie sich für ihn schämt. Was heißt schämen? Ich finde es schon ein bisschen peinlich, aber letztendlich muss er wissen, wie er sich gibt und was er sagt und macht. Und deswegen ist es, ich zweifle ja auch nicht an unserer Beziehung oder unserer Liebe. Ich finde das so geil, was sie sagt, weil es ist klar, es ist korrekt. Dass, wenn er das so für sich empfindet und das kein Problem sieht, ne, dann soll er machen. Aber für sie ist halt der Cringe-Faktor da. Und dann macht sie sich natürlich auch ihre Gedanken. Also, aber vertrauen tust du ihm ja auch nicht zu 100%. Wenn er getrunken hat, nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, Alter, mir brauchst du auch nicht vertrauen, wenn ich getrunken habe. Was ich da manchmal vom Stapel lasse, ne? Bulli, renn. Bin ich wie Phil? Ja. Er denkt so schon manchmal nicht nach und ich glaube, wenn er dann trinkt, dann kommen da manchmal noch ein paar Sprüche oder so, wo man so denkt, oh Gott, was soll das? Halleluja. Aber glaubt ihr, Phil war betrunken in diesem Moment? Ich glaube nicht, das war eine ganz normale Nachmittagssituation. Ich finde sogar eher, wenn Phil trinkt, also an den Abenden, ist der total gesittet. Der sitzt ganz oft irgendwie auf dem Sofa, der tanzt mal, aber nie mit viel Körperkontakt. Ehrlich gesagt, hat er sich da wirklich ganz gut unter Kontrolle. Naja, Lola fragt sie jetzt, warum Phil so viel Aufmerksamkeit von anderen Frauen braucht. Das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich haben wir da auch schon ganz oft drüber gesprochen. Die Antwort ist, er ist ein Mann. Punkt. Ich weiß. Auf das, was ich liebe. Aufs Geld und die Männer. Phil sagt immer, er braucht das so ein bisschen für sein Ego. Das ist natürlich schon was, was mich natürlich auch stört. Da freue ich mich nicht drüber. Und natürlich wünsche ich mir da auch, dass er das auch
in den Griff bekommt. Ich verstehe sie total. Ich muss sagen, bei den zwei, ich musste echt darüber nachdenken, was eigentlich wirklich das Problem ist. Aber ich glaube, das Problem ist, dass er das schon ein bisschen braucht, diese Bestätigung von anderen Frauen. Und sie muss damit halt irgendwie so ein bisschen leben, auch wenn Phil da nicht sich eine andere mit klärt oder so. Aber er genießt das schon. Und ich verstehe total, dass man als Partnerin so sagt, so muss das denn wirklich sein? Sag mal, merkst du irgendwas noch? Wir gucken zur Freundin von Tambo. Warum kann ich den Namen noch nicht? Das ist eine Frechheit. Ihr habt Hammer-Mädels hier reingeholt. Warum an die zwei Nippel, diese Eklinge? Ja, die Verführerin hat ja blank gezogen und war dann auch noch ein bisschen planschen mit Tammo im Pool. Ich muss aber auch sagen, hier, ne, die Bilder von Tammo, der war ja sowas vom Soffen, Alter. Und heute ist ein sehr schöner Abend, ja. Ja, Marie heißt sie doch. Marie, was sagst du? Ich kann es gar nicht so in Worte wiedergeben, was ich gerade fühle. Ich kann es dir in Worte fassen. Es gibt eigentlich nur ein Wort dafür. Boah. Das ist auf jeden Fall nicht schön, sowas zu sehen. Dass die Frauen da ihre Brüste zeigen, ja, ist super. Ne? Ich kann nur wieder sagen, dass ich mich aufs letzte Lagerfeuer freue. Dass er diese Bilder sehen wird, mir dann sagen wird, was da in seinem Köpfchen vorging. Du musst mit diesem Mann ins Gericht. Mann, ich denke wirklich auch nur noch manchmal an einen Spielern. Ich liebe das einfach. Aber ich finde das stark von ihr. Also sie sagt schon, ich finde das schon ekelhaft. Aber ganz im Ernst, im Endeffekt, ihr verarscht uns hier ja auch ständig mit den Bildern. Ich warte mal bis zum letzten Gespräch. Finde ich eigentlich echt gut von ihr. So, Lola sagt jetzt auch zu ihr, du bist gerade aber schon ziemlich wütend, oder? Ja, es ist einfach ekelhaft, aber... Das ist eklig maximal. Ich verstehe das auch. Ich hätte auch keinen Bock, da meinen Alten zu sehen mit irgendeiner, die da halbnackt ist. Weiß ich auch nicht. Wären wir jetzt auf dem FKK-Campingplatz? Okay. Aber seid ihr nicht. So, jetzt fragt Lola sie auch noch, kennst du Tammo denn so? Nee, natürlich nicht. Ich kenne meinen Partner nicht mit 10 Frauen in einer Villa. Ich kenne meinen Partner nicht freitagsabends im Pascha mit seinem Fußballverein. Ich komme nicht rein. Frauen sind nicht erlaubt im Pascha. Hör mir auf. Nee, aber was ist das eigentlich für eine Frage von Lola? Natürlich kennt die den so nicht. Die leben ja auch sehr symbiotisch. Ne? Seitdem die zusammen sind, wohnen die zusammen, die machen alles zusammen. Es ist wirklich irgendwie eine blöde Frage. Ist ja klar, dass mich das irgendwo verletzt. Aber es heißt nicht, dass ich ihm nicht vertraue, dass ich glaube, dass er mich vergessen hat. Das auf gar keinen Fall. Ach Mann, das ist süß. Das finde ich super süß. Lola fragt sie jetzt, was wünschst du dir gerade? Sorry, ich habe noch ein Stück Erdbeere im Mund. Ihn einfach fest zu knuddeln. Ganz, ich vermisse ihn einfach. Ganz toll. Ach Mann, Marie. Musst dir bei Marie auch immer an das Lied von Annemarie Kantreit denken. Wo bist du, Marie? Ich ja. Er ist meine zweite Hälfte. Und ihn möchte ich nicht mehr sein. Ach, Marie, das ist zuckersüß. Digga, Liebe, Liebe. Bruder, Liebe, Mann. Und guck mal, so kann man halt auch bei Temptation Island mitmachen. Tammo macht Party, ja. Der lässt sich ja mal die nackten Titten da vielleicht in die Fresse halten. Ohne Motorboot. Ich guck nach links, ich guck nach rechts. Überall Titten, was ist denn mehr? Es ist nicht schön mit anzusehen, ja, aber es ist irgendwo noch okay. Ich meine, darum geht es ja wirklich bei Temptation Island. Um die Temptation. Meine Frau später so redet, Digga. Digga, ich baue dir so eine Villa zweimal. Deine Frau wird so über dich reden, wenn du sie so behandelst, verdammte Scheiße. Wenn das nicht gegeben ist und du dann trotzdem so eine Frau kriegst, sage ich dir eins, du hast sie nicht verdient. Gib sie wieder frei. Weil die etwas Besseres verdient. Hex, Hex, der Zauber ist gebrochen. So, jetzt ist Nasrin die Nächste und Joshs Bilder kommen. Motorboat sie heute noch, oder wie? Willst du? Gibst du? Dann weg. Gibst du alles, was ich will? Ja. Gibst du auch Arsch? Was redet der schon wieder? Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Kopfhörer schalten, Körper anschalten. Boah, ich krieg's Aggression bei den Bildern. Vivi, da kriegst du Aggression bei den Bildern. Mo macht genau dieselben Bilder, aber nur mit einer Verführerin. Das würde ich mich, also ich würde noch mehr Aggression kriegen. Sag ich, wie es ist. Außerdem, der hat doch so einen Arsch auf, Alter. Das wäre doch jetzt schon wieder ein Grund, einfach stopp. Stopp. Ich bin weg. In deinen Augen könnte ich mich auch verlieren, Ruben. Ich finde auch, der ist immer so, der ist so, als würde er sie gleich küssen. Also kommt er so voll nah und bah. Geh mal ganz schnell weg. Geh weg. Das ist die Nächste, ne? Die er begrapscht. Was machst du denn da?
Ja, der bumst die trocken an, wie so ein räudiger Hund. Nein, räudig nehme ich zurück. Einfach ein unkastrierter Hund. Machen die das auch noch, wenn sie kastriert wurden? Nee, aber weißt du, dieses Anrammeln, das ist sowas von aus dem Tierreich geklaut. Und ich verstehe nicht, warum George denkt, das ist hier eine gute Art und Weise, mit einer Verführerin zu tanzen, Alter. Also guck mal, wie der wirklich da seinen Schniedel an in ihren Schritt reibt. Warum gibst du alles dafür, so scheiße zu sein? Digga, ich hab sein Die gespürt. Und diese Die, ich hab sein Die gespürt, ist nicht die Situation, wo sie, was wir gesehen haben, ne? Die hat auch sonst schon sein Die gespürt. Ja. Schön. Schönes Gefühl. Er verführt uns und beschert sich aber ohne Scherz. Ich würde mir da an der Stelle von seiner Freundin auch Gedanken machen. Alter. Wenn da einer von den Männern sitzt, ja, aus der anderen Villa und sagt, ich würde mir da Gedanken machen, Nasrin, dann würde ich mir zum Fick nochmal Gedanken machen. Ja, aber sein Blick ist auch immer gleich bei jeder. Ja. Er will dich gleich küssen, so, weißt du, ja. Was, ne? Wenn mein Freund Frauen so angucken sollte, da würde ich erstmal fragen, was mal beim Optiker? Und dann würde ich fragen, nächstes Mal nur noch mit Augenklappe, Freundchen. Noch ein Fehler, wird er entführt. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Ehrenmann. Er sagt es. Und das sollte doch wirklich Stichwort genug sein, für Nasrin jetzt abzubrechen. Es ist hier keine Verführerin, die irgendeine Scheiße erzählt. Es ist Tammo, der auch ein Vergebener ist in der Villa. So, was willst du noch mehr sehen, Nasrin? Ich würde ihm gerne sagen, dass für mich jetzt so eine Grenze gekommen ist oder ich die mir selber auch gezogen habe. Die hast du dir selber gezogen, weil er kann ja nicht so weit denken, ne, dass man keine fremden Frauen anbumst. Den sagt, ich verliere mich in deinen Augen und frage, gibst du mir alles und bla und später Motorboarding. Völlig verständlich, Nasrin, dass du da erstmal Grenzen ziehen musst. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Weil ich einfach merke, dass es mich mehr verletzt, als ich das davor erwartet habe. Ich hoffe, dass wir das als Paar schaffen. Und ich werde für mich als Person und als seine Partnerin alles dafür geben, dass diese Risse, ja, behoben werden und wir stärker hier rausgehen. Lol. Sprachlos, Leute. Rote Fahne einfach, weil es gefällt mir nicht, was sie redet. Er müsste doch alles dafür tun, dass diese Risse wieder ganz werden. Und er tut nichts dafür. Ganz im Gegenteil. Also guck mal, nach dieser Aktion, wo der eine Latte hatte, da hätte er mal anfangen können, sich von auch dieser Verführerin fernzuhalten. Aber nein. Es juckt ihn nicht. Es interessiert ihn nicht. Und es ist richtig schlimm. Ja, hier, der zum Beispiel schüttelt mit dem Kopf. Ja, der ist schockiert, hochgradig schockiert. Dann sieh mich auch als stur, aber es reicht. So, Lola fragt jetzt aber wirklich noch die Hammerfrage. Ist ein Mann, der sich 2 Wochen hier nicht zusammenreißen kann, wirklich der Richtige für dich? So komisch es vielleicht für die Außenwelt klingt, bisher ist er noch mein Joshi. Ja, wo? Und dieser Weg ist noch nicht zu Ende. Wow. Ich bin enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Und die Frage kann ich dir leider erst beim letzten Lagerfeuer beantworten. Ich bin gespannt, ob du die dann wirklich beantwortest beim letzten Lagerfeuer. Oder, ja, ob ihr dann tut, als wäre Friede, Freude, Eierkuchen und nichts ist jemals passiert. Aber genau so ist das Leben immer. Ich habe einfach, bevor wir hergekommen sind, meinen Mund so weit aufgemacht. Du bist ja nicht das Problem. Ja, und das nervt mich auch schon wieder. Jetzt sucht ihr die Fehler bei sich, weil ich habe den Mund so weit aufgemacht. Ich hätte ihm noch mal sagen sollen, er darf sich sein Geschlechtsteil, seinen irrigierten Penis nicht von einer anderen Frau mit ihrem Blanko-Arsch massieren lassen. So will keiner eine Freundin haben. So will keiner einen Freund haben, der so ist, oder eine Freundin haben, die so ist. Ja, ehrlich sein. Du nimmst ihn halt immer noch in Schutz. Genau. War das für dich trocken Sex, sorry, dass ich so... Ja. Sie sagt, ja, es war auch für sie trocken Sex. Trocken Sex, Leute. Fremdgehen auf höchstem Niveau. Keine Gnade, keine Gnade. Die bleibt, weil die Risse, da wird sie alles dafür tun, dass die zwei diese Risse wieder gefixt kriegen. Das ist ihre Sache, viel mehr habe ich dazu auch nichts zu sagen. Ne? Nasrin, was bedeutet eine Grenze für dich? Kann man die einfach so überschreiten und dann passiert nichts? Oder wozu ist diese Grenze da? Ich verstehe es nicht. Ist so. Das ist so schlau von ihm. Das ist wirklich deep, 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 weil er hat zu 1000% recht. Wozu ist diese Grenze überhaupt da?
lass sie doch dann von vornherein weg. Ja, Leute, Leute, ich sehe das doch. Es ist doch nicht so, dass ich dumm bin oder naiv. Ja, aber die denken, du bist dumm und naiv, weil du sitzt da und sagst, ja, ich tue alles dafür, dass diese Risse wieder geflickt werden. So, was erwartest du von den Leuten? Die sehen ja genau dieselben Bilder wie du und denken sich, krass, die lässt sich von vorne bis hinten verarschen. Ist doch okay, dass da auch jemand seine Meinung hat. Und dass du sagst, du bist nicht dumm und naiv, ja, weiß ich eben nicht. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Ein anderer Verführer sagt nämlich jetzt auch nochmal was Spannendes. Und zwar das Einzige, was Nasrin sich jetzt noch fragen muss, ist, was Josh macht, wenn keine Kameras dabei sind. Was Josh macht, wenn er in Österreich ist, er wohnt ja in Österreich, die haben ja eine Fernbeziehung, und mit seinen Jungs abends feiern geht. So, ne? Weil die sind sich ja 100% sicher, dass der ein ganz untreuer Dude ist, ne? Zu 100%. So, wir gucken mal zu Josh, während Nasrin hier parallel alles dafür tut, ihn zu verteidigen. Was macht er? Wir lachen uns aus. Das können wir machen, zwischendurch. Der einzige Mensch, der mich was beweisen muss, ist... Nasrin. Nee. Dir selber. Richtig. Ich muss mir selber was beweisen und sonst gebe ich nichts. Und dann lebt sich so gut, glaub mir. Huh. Alright. Es merkt man. Und ich finde, diese Einstellung sagt doch alles über ihn. Er weiß, er überschreitet da Grenzen. Aber solange er mit sich im Reinen ist und ne, da okay ist, ist es auch für ihn okay. Der gibt einen Fick auf Nasrin. Ich glaube, er verwechselt seine Spiritualität und sein Freigeist-Dasein ein bisschen mit einfach auf Scheißen und redet sich dann irgendwelche Sachen ein, von wegen, es wäre alles okay, was man macht oder so, aber nee, also auf keinen. Auf keinsten heißt das, Phil. Und du hast doch absolut recht. Absolut zu 1000%. Ich bin so bei dir, Alter. Wie redet die? Ich glaube, das ist wirklich, der tut so, als wäre der so spirituell und free spirit und so. Und Nasrin ja auch. Das sind ja solche Leute, die haben das Leben verstanden. Ich meine, die wollen ja auch nicht einfach nur in Berlin leben, sondern in Barcelona. Naja, ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Jeder Jack ist anders so. Aber das wirklich jetzt so darauf zu schieben, man ist ja so ein Spiri und bla und freie Liebe und dies und das und... Ich würde im Strahl kotzen. Richtig. So, was macht Mo eigentlich? Ich sag's, wie es ist. Ist halt die ganze Zeit wieder mit Sandra, ne? Körperkontakt ist da, ganz tiefe Blicke sind da, sexuelle Tänze sind da. Wir gucken aber nochmal zu den Mädels, weil die müssen nochmal weiter über die Bilder diskutieren, die heute beim Lagerfeuer waren. Vor allem die von Nasrin. Digga, ich wäre eskaliert. Ja, ich auch. Am Lagerfeuer. Ich hätte alles kurz und klein geschlagen. Ich Wenn ich mir vorstelle, wie die alles kurz und klein schlägt. Eigentlich hätte ich es gern gesehen. Aber ja, so eine Nasrin halt nicht, weil mit der kannst du es halt machen. So kommt es einem rüber und das ist so traurig. Weil Nasrin, man denkt, wenn man sie sieht, das ist eine sehr starke, selbstbewusste Frau. Aber ich finde, dieses Kartenhaus zerfällt und das ist so schade. Fuck mich halt ab, was für dein Ding gespürt. Ich fand es eklig. Also dieser Part gehört mir und nicht irgendeiner Verführerin. Ja, und dann sitzt doch da und sagt das im Lagerfeuer und sagt nicht so, ja, ich tue alles dafür, dass... Ach, wisst ihr, das meine ich halt. Von außen sieht es immer so einfach aus. Aber es ist es nicht. Wir gucken aber jetzt nochmal in die Männervilla. Hier sehen wir einen Mo, der wirklich wieder alles dafür tut, dass, falls Vivi sich von ihm trennen sollte, er nicht als Single aus der Villa geht. Ja, er ist die ganze Zeit wieder mit Sandra, hat jetzt auch wieder von sich aus vorgeschlagen, ein Spiel zu spielen, dieses Spiel mit wer lacht, verliert. Also mit dem in die Augen gucken, ne? Erinnert mich ein bisschen an Umut und Emma. Euch auch? Der Junge sollte mal langsam aufwachen. Ja, ist auf jeden Fall wieder wunderschön, ne? Lass mal ficken. Weißt du, bei Mo, der macht alles, außer das, was er nicht soll, dieses Küssen. Aber sonst macht er alles. Alles, 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 alles. Ja, ich mach Fuchs, aber ich mach immer so. Und so wird er sich auch ausreden. Ich hab die doch nicht geküsst. Wir haben nie was gemacht. Ja, wir haben mal auf dem Sofa geschlafen, aber du weißt doch, ich penne immer auf dem Sofa ein. Genauso wird's kommen. Und dann wird die Vivi sagen, ja, hast ja recht. Stimmt, im Bett habt ihr nicht zusammen geschlafen. Oh Gott, nee. Mhm. Ja, fahr runter, Gras, beruhige dich. Ja. Ja, und eine andere Verführerin sitzt da jetzt im Interview und erzählt hat, dass die zwei immer zusammen sind. Also die sind nie so in der Gruppe, sondern immer so für sich. Und wenn abends alle schlafen gehen, dann sind die zwei immer noch auf dem Sofa. Ganz lang. Das ist wirklich, also eine Connection und so bauen die nicht auf. Ich glaube schon, dass ich heute sehr, sehr gut schlafen kann. Vor allen Dingen, ne, auf der drauf, ja, Alter, guckt euch diese Bilder an. Turn off the lights.
Und da frage ich mich, haben die sich geküsst? Weil guck mal, es ist jetzt dunkel und sie ist, wo die Lampen noch an sind, sehr weit weg. Und dann auf einmal ist sie direkt an seinem Gesicht face to face. Der hat auch sein Bein über die und so, Junge. Sich so zu verhalten, ist so assas. Wir gucken in die Frauenvilla, es ist hier nächster Morgen. Die haben jetzt alle mal eine Nacht drüber gepennt. Was sagt Vivi heute zu den Vorkommnissen des vergangenen Lagerfeuers? Er soll Spaß haben, er soll auch mit der Verführerin abhängen, damit habe ich auch kein Problem. Ja, einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, das würde ich mir wünschen. Sie wünscht sich, dass er mehr Rücksicht nimmt. Er nimmt nicht einen Zentimeter Rücksicht, die ganze Zeit. Ich weiß das auch, dass das für uns wahrscheinlich nicht wirklich eine Zukunft haben wird, so langfristig gesehen, weil ich gehe daran kaputt. Richtig. Wenn sie doch da sitzt als Frau und sich wünscht von ihrem Partner, er nimmt mehr Rücksicht und sie sieht, er ist jemand, der absolut rücksichtslos ist, was wäre da bei euch das Fazit, frage ich mich. Das ist ein Top-Typ, der bleibt an meiner Seite? Ich hoffe, deine Mama sieht das und stellt sie zum Boden für dich. Das ist ja Mo, ne? Mit Sandra. Der massiert dir die Innenoberschenkel. Die Innenseiten der Oberschenkel. Das tut schon gut. Ja, weil ich mit Liebe mache. Alles, was mit Liebe ist, ist gut. Ja, alles, was mit Liebe ist, ist gut. Die massiert sein Bein auch noch. Boah, das macht mich so wütend, ne? Schäm dich, schäm dich. Kriegst du, wenn ich dich sehe, krass. Wirklich kriegt er von mir einen osmanischen Schelle. Was mich aber auch noch wütend macht, ist hier das nächste Josh. Erinnert euch daran, dass eine Verführerin mal gesagt hat, dass es wohl ein Abkommen gegen, mit Josh und Nasrin gibt, dass er nicht über deren Sexleben reden soll generell, ne? Ja. Magst du auch so intensiven Sex? Ich mag eher so ernsthaft so, komm, jetzt leg dich da hin und komm. Ja, ja, nimm, ja schon, ne? Halt, aber drück dein Gesicht ins Kissen. Das haben die alle nicht verdient, Dicker. Alles perfekte Mädchen. Ich wünschte, einmal würde ein Mann Josh so durchnehmen, wie er die Frauen durchnimmt. Einmal. Einfach nur, dass er weiß, wie es ist. Die Verführerin ist jetzt so, das hätte ich gar nicht gedacht, das passt gar nicht zu dir. Ich bin schon dominant im Bett, extrem dominant. Extrem dominant, wirklich, ich bin extrem dominant. Ich wirke dich so lange, bis du ohnmächtig wirst. Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Aber, was soll das hier? Warum? Es ist doch ekelhaft, es juckt keinen. Keine Frau will das hören, ich will das nicht hören. Ich will nicht hören, wie dominant du im Bett bist und wie du da Nasrin das Kissen aufs Gesicht drückst. Also, lass stecken. Ganz ehrlich, lass stecken. Und meint ihr, Nasrin will, dass man weiß, dass sie sich da voll unterordnet anscheinend? Weil sie muss ja dann so ein bisschen das Victim spielen im Sex, wenn er derjenige ist. Hier und bam und boah, das hat geknallt, ne? Das hat geknallt. Klatsch. Aber wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist ja okay, wenn die das für sich machen so, aber ist es wirklich für die Öffentlichkeit gedacht? Kommt es auch gut für Nasrin? Ich würde sagen, nein. Ich hoffe, meine Kosten. Ich bin nicht hierher gekommen, um meinen Ruf zu ruinieren. Erst lecken, bis sie kommt und dann gehen die richtig ab. Dann gehen die richtig ab. Die Weibers. Ihr seid zwar auch alle Weibers, aber die gehen dann richtig ab. Jede Frau ist da auch gleich, ne? Boah, ich könnte den so in die Fresse hauen. Natürlich nicht. Ich hau niemandem in die Fresse. Aber die Wut ist da. Die Wut ist sowas von da, meine lieben Freunde. Ja, und die Verführerin, die daneben ihm liegt, die hat so eine Feder an so einem Stab und die macht die ganze Zeit halt so. Das sieht Josh jetzt auf jeden Fall als Einladung, da einen kleinen Sex-Talk für diese Frau zu starten. Mach mal Augen zu. Du stellst dir einen Mann vor, du nimmst deinen harten Schaft in die Hand. Was ist das? Das geht gleich noch weiter, aber wir gucken kurz in die Frauenvilla. Aber ich frage mich mal eins, was ist denn der Unterschied zwischen sowas, Trockensex, Telefonsex, normalem Sex? Ich bin los, Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ein Mann lange in einer Beziehung ist, hat nichts mit Liebe zu tun, ne? Nicht falsch verstehen. Und dann ist er 14 Tage irgendwo und dann sind da 10 Frauen, die ihm 24/7 diese, du bist der schönste Mann, oh mein Gott, du bist so, du bist so männlich. Ja, ja, voll. Und jetzt? Wisst ihr, ich würde es ja verstehen, aber keine Frau ist da so, weil keine Frau sagt das, Josh. Er geht zu allen Frauen, er versucht, da das möglichst Größte herauszuholen. Also ich habe wirklich noch nicht eine Frau gesehen, die gesagt hat, Josh, bist du ein toller Mann. Das brauchen die gar nicht. Das ist total unwichtig, weil er gibt trotzdem so viel Gas. Und ich finde auch, wie lange sind die zusammen? Was haben die gesagt? 2 Jahre, 3 Jahre? Findet ihr, das ist so lange, dass ein Mann dann anscheinend, also dass das klar ist, dass der da so schwach wird, wenn ihn jeder anhimmelt? Ja. Willst du mich verarschen? Das
für mich absolut keine Entschuldigung. Also, ich finde auch 3 Jahre nicht besonders lang. Wenn ihr 10 Jahre zusammen seid, auch da denke ich mir, muss trotzdem nicht sein, Alter. Das ist ja auch eigentlich wieder dieses Ego-Problem haben. Warum brauchst du die Bestätigung von anderen Frauen? Warum genießt du das so? So, ne? Aber wir gucken nochmal, weil Josh ist noch nicht fertig mit seinem Sextalk. Er dringt tief in dich ein, immer tiefer. Er reitet dich von hinten bis zum Höhepunkt. Ich finde das so schlimm. Ich finde das wirklich so schlimm. Und da sitzen Verführerinnen dabei und die sagen, okay, jetzt reicht's, Leute, es reicht. Langsam wird's cringe. So auf den, aber Josh sieht das nicht so. Ich glaube, der denkt, der ist halt hier der Held, der geile Hengst. Und bist gekommen? Kurz davor auf alle Fälle, ja. Ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. Das alleine Trennungsgrund. Das ist Fremdgehen. Ach ja, Leute, so. Achtung. Temptation. Ja, und das war's auf jeden Fall schon mal mit der einen Folge. Ich switch mal rüber in die Folge 9. Wir gehen direkt weiter hier rein mit Temptation Soundbar. Und die sitzen alle natürlich jetzt erstmal hier vorm Bildschirm und gucken, was passiert. Ist es ein Schlüsselloch? Ist es eine Einladung von Lola? Was ist es? Das Ding ist, guck mal, du vergleichst ja auch deine Freundin. Wenn ich mir vorstellen könnte, vielleicht mit einer anderen Frau was zu haben, dann müsste ich erstmal gucken, ob ich bereit wäre, Laura dagegen einzutauschen. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall ein Schlüsselloch, was vor allen Dingen an Laura gerichtet ist. Da interessiert es einen schon auch mal von anderen Frauen zu hören, was sie so mögen. Wir sind natürlich auch nicht abgeneigt, immer mal wieder neue Dinge zu probieren. In einer langen Beziehung musst du natürlich auch mal ein bisschen nachlegen dann irgendwann. Ja, und auf einmal kommt Phil so richtig in Fahrt, ne, und packt aus. Laura hat da wohl einen Penisring gekauft, der vibriert. Und den haben sie jetzt zwar noch nicht probiert, der liegt seit einem Jahr noch verpackt da, aber ne? Und lacht dann auch noch so dreckig und Laura ist so Phil. Gerade würde ich Phil gerne fragen, ob er noch ganz dicht ist. Ich finde es auch ein bisschen cringe. Meine Mutter zieht sich das rein, so. Ich finde es aber auch geil, wenn die Mutter sich Temptation Island reinzieht, ja. Die wird dann denken, vielleicht bei Phil okay, aber glaub mir, wenn die einmal Mo und Josh gesehen hat, was die da abziehen, da wird die sagen, Halleluja, hast ja wirklich einen Engel an deiner Seite. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. So, aber jetzt war hier natürlich Temptation, auch bei den Boys, denn die haben ja noch ihre Einzellagefeuer anstehen. Die passieren nämlich auch heute in dieser Folge. Die Einzellagerfeuer. Oh, ganz die Einzellagerfeuer, Alter, was ist das? Ich glaube, die denken jetzt alle so, es ist was passiert. Halt, ne? Weil Einzellagerfeuer ist ja so ein bisschen. Gibt es eigentlich nur, wenn jemand wirklich abbricht. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ja, man kann das jetzt auch nicht schönreden, ne? Wir sind hier mit einer ganz anderen Intention reingegangen. Natürlich wird er dann sagen, ja, ich hatte keinen körperlichen Kontakt und ich habe dies nicht gemacht und das nicht gemacht. Ja, aber es ist auch nicht okay, solche Sachen zu erzählen. Die sieht echt klar. Die sieht wirklich klar. Nicht wie Nasrin und so. Ich hätte da vielleicht meine Grenzen besser stecken müssen. Nein. Nein, das ist auch nicht okay und das ist Fakt. Also es ist, muss jetzt nicht für jeden nicht okay sein, aber die zwei haben ja auch irgendwie gesagt, ne, halt nicht so private Sachen erzählen. Erzählt dir erstmal von seiner Mütze auf dem Schwanz. Also ich bitte dich. Oh mein Gott. Scheiße, was ist jetzt hier wieder? Mit Liebe aber. Was ist Liebe? Dass nur mit dir so reden kann und so halt dir so mäßig hier vertrauen kann. Aber so ich dieses... kann einfach so sein, wie ich bin. Ja, bei dir. Hab ich auch gesagt. Bei allen nicht. Ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm. Vivi, wach doch auf. Trenn dich von ihm. Das ist wie Kennenlernphase bei den zwei. Die haben sich noch nicht geküsst und auch noch nicht gebumst. Aber alles andere ist da in vollem Gange. Jeden Tag ein neuer Grund zu gehen. Bricht völlig zusammen, ne? Was hast du denn gedacht? Ich habe sie innerlich so krass gefühlt. Dann soll er doch zu ihr hingehen, wenn er sich so geil findet. Keine Ahnung. Nein. Ja, ohne Scheiß. Verpiss dich einfach, Mo. Dann geh doch zu ihr, wenn du sie so geil findest. Ja, aber... Sie muss auch lernen, für sich selbst einzustehen und eben zu entscheiden, dass so ein Mann nicht an ihre Seite gehört. Ich kann es nicht verstehen, wie Mo ihr das antun kann. Ich glaube, das kann keiner verstehen. Vor allen Dingen, er tut ja immer so, er will sich ändern und bla und ja, wo? Gestern mit der da eingeht, nochmal geht's ihm noch gut? Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich. Ich will nicht mehr. Ist das ein offizieller Abbruch, meine lieben Freunde? Ich sag euch die Antwort nein.
Das hat die einfach nur so gesagt. Ich verstehe halt einfach nicht, wie man sowas aufs Spiel setzen kann für Temptation Island, für eine Verführerin. Das wirst du auch nie verstehen, da brauchst du dich noch gar nicht fragen, weil alles, was aus seinem Mund kommen wird, sind Lügen. Da musst du dir einfach mal klar machen, das ist so ein Mensch. Der setzt das aufs Spiel. Fertig, Punkt. Da gibt's auch nichts mehr zu diskutieren. Das ist halt auch einfach peinlich. Das ist sowas von peinlich. Sowas von peinlich. Da muss ich sagen, wenn ich solche Bilder bekommen hätte, wäre bei mir Schluss. Bei mir auch, Alter. So, es steht das Einzellagerfeuer an. Mo ist der Erste, der Bilder von Vivi zu sehen bekommt. Bei uns war es halt einfach nur das Ding, dass wir halt so mit der Kommunikation oft so ein Problem hatten. Und zwar ist das Problem in deren Kommunikation, dass sie halt oft Probleme anspricht und der dann einfach komplett abblockt, ne? Der sagt dann so, nee, ich will nicht mit dir reden. So, wenn es halt ja, für ihn nicht gut, wichtig so, ist, ja. Ist es für ihn halt nicht wichtig. Das ist doch wirklich schön. Das ist doch wirklich ein guter Typ an deiner Seite. Wenn er halt dann keinen Bock hat, dann geht er halt einfach so zum Beispiel ans Handy oder so und hört dann halt einem immer nicht richtig zu. Was? Wen ihr mich verarschen? Alter, wenn ich mit einer Person reden würde, ja, meinem Partner, und der geht ans Handy, während ich mit dem rede, das war sein letztes Mal, dass der ans Handy gegangen ist, während ich mit dem rede. Das sage ich euch aber mal. Weißt du was? Das ist einfach eine verfickte Respektsache. Bin ich dann aber wieder diejenige, die halt trotzdem nicht locker lässt, weil ich es dann halt in dem Moment klären möchte. Natürlich willst du es klären, aber er blockt ab, weil er locker weiß, der hat Scheiße gebaut. Und dann ist seine, wir wissen es doch schon, seine Masche ist kein Kommentar. Boah, es wird ekelhafter und ekelhafter. So, nee. Es gibt keine perfekten Menschen, ne? Was sagt man zu den Bildern? Er sieht halt, dass sie super viel Spaß hat. Und das ist auch das, was er sich gewünscht hat. Und sie gibt ja genauso viel Gas wie er. Die Bilder, die er gesehen hat, war, wo sie einmal so hochgenommen wurde auf die Schulter von dem Verführer und dann hat die Wuh-Wuh gemacht. Keine Einsicht, weit und breit. Und mit dem Thema Kommunikation, klar hat sie vollkommen recht. Wo sie geredet hat, habe ich schon gemerkt, dass sie da durch traurig war, wo sie das erzählt hat. Dadurch, dass ich jetzt auch die Zeit hatte, ohne Handy, ohne Freunde, wirklich, ich war nur auf mich alleine gestellt hier. Ohne Handy, ohne Freunde, also sind sonst Handy und Freunde schuld, dass er so ein schlechter Freund ist, oder was? Ja, hat mich sehr, sehr weitergemacht, auch im Kopf. Also er denkt jetzt, es hat ihn weitergebracht. Ja, wo? Er sieht auch, dass sie traurig ist, wo ich mir denke, Alter, die hat schon tausendmal versucht, wahrscheinlich mit dir zu reden, du hast abgeblockt, da war die auch traurig und es hat dich nicht gejuckt. Deine Freundin ist dir wichtig. Meine Freundin ist mir sehr, sehr wichtig. Guck mal, Lola fragt ja schon so auf den, wie kann das sein? Also wenn die dir so wichtig ist, warum benimmst du dich dann wie die offene Hose? Naja, was Lola wirklich sagt ist, wenn deine Freundin was äußert, wenn sie ein Problem hat und eine Lösung will. Sollte man die Bedürfnisse dann nicht des anderen vielleicht ernst nehmen und respektieren? Klar, definitiv muss man das respektieren. Das meine ich halt so. Lola sagt das, sie versucht ihn irgendwie auf den richtigen Pfad zu bringen. Er checkt's aber nicht. Er sagt so, ja klar, aber verhalten tue ich mich nicht so. Also wo geht die Rechnung da auf? Guten Morgen? Also das, was er sagt und seine Taten sind komplett, sind zwei verschiedene Personen, kann man schon sagen, ne? Das wünsche ich wirklich so niemanden, weil das ist ja wie eine Wundertüte. Du weißt nie, was heute kommt, was morgen kommt. Du wirst immer Stress mit dieser Person haben, weil du nicht vertrauen kannst. So. Und dann lieber gar nicht. Naja, er hat ja das gesagt. Jetzt fragt Lola ihn nochmal. Aber? Ich kann nur dazu sagen, dass ich demnächst das auch das Ganze mehr ernst nehme. Demnächst. Also jetzt ist wirklich noch nicht der Zeitpunkt dafür, irgendwas ernst zu nehmen. Ich mache das nach Temptation Island. Jetzt gebe ich hier nochmal Vollgas und bin das dumme Arschloch. Ach, wie mein Leben. Ja, sie fragt ihn jetzt auch, gibt es da was, was du aus deiner Vergangenheit gerne ändern würdest? So Leute, die geben ihm so oft Chancen aufzuklären, was mit dieser Verführerin ist. Ob es Spiele sind, die spielen oder das jetzt. Ne? Da war ja auch letztens die Frage, gibt es irgendwas, was du wirklich bereut? Was du bereut hast, was du in der Beziehung gemacht hast, wo Tammo meinte, ja, ach, das Süße, wo der meinte, ja, Marie ist für mich nach oben gezogen, hat alles aufgegeben, das würde ich anders machen, weil das war schon hammerhart für die. So, und immer wieder versucht Temptation Island, ihm eine Bühne dafür zu geben, endlich mal reinen Tisch zu machen, weil er sitzt da und sagt, ja, so behandelt meine Frau nicht, ja, und bla bla bla. Eier sind aber einfach nicht dabei bei diesem Lagerfeuer, bei diesem Einzellagerfeuer. Die hat er liegen lassen, wahrscheinlich in Sandras Hand. Bad Boys verteidige ich nur vor Gericht, sonst nicht. Dieses alleine rausgehen, dieses Trinken. Ich will einfach demnächst in meine Zukunft nicht einmal rausgehen ohne meine Freunde. Ach komm, weißt du, wem willst du das erzählen? Verarsch doch wen anders, dann ist die nächste Knie-OP und dann heißt es auf einmal wieder, ja, jetzt kann ich nichts mehr machen, außer feiern gehen.
Macht bis heute absolut keinen Sinn. So, wir gucken uns die nächsten Bilder an, beziehungsweise Tammo sitzt jetzt auf dem Stuhl. Die einzigste Angst, die ich habe in meinem Leben, ist, diese Frau zu verlieren. Das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und seitdem ich diese Frau kenne, weiß ich, was Liebe ist. Ich weiß, was Vertrauen ist. Und ich würde für diese Frau alles auf dieser Welt machen, nur damit sie lächelt. Der Rest interessiert mich nicht. Ich sterbe. Ich sterbe, weil der ist so süß. Und ich will euch auch mal zeigen, diese Männer sind hier auch noch dabei, ne? Die sind noch dabei, Tammo ist noch da. Und ich finde es wirklich toll. Und weißt du, da, seine Worte nehme ich ihm auch ab, weil er sich dementsprechend auch verhält. Ja, Lola fragt ihn natürlich jetzt auch nochmal, was vermisst du denn am meisten? Das Aufstehen, das fällt mir sehr, sehr schwer, weil jeden Morgen, wenn ich wach werde, gucke ich immer rüber und sehe ihre Augen und dann weiß ich, dass es ein perfekter Tag ist. Ich finde das zuckersüß. Auf der anderen Seite, ey, wenn ich morgens aufwache, meine Augen, ich glaube, das eine da, das andere da. Keine Ahnung, sieht man da normal aus? Ja, in so Disney-Filmen, ja, ne? Aber ist das die Realität? Naja, ich finde das zuckersüß. Das ist so eine klitzekleine Kleinigkeit. Das ist auch nicht irgendwie, also für mich klingt es nicht wie so ein 0815-Scheiß, den man sagt, sondern wirklich, das meinte deep down, from the bottom of his heart. Superschön. Ehrenmann. Er sagt es. Ja, es gibt keine Bilder heute für Tammo, deswegen sitzt jetzt Phil auf dem heißen Stuhl. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich halt so nicht reiche oder jemand anderen immer dieses Oberflächliche schöner finden könnte als mich. So, und setze mich dadurch wahnsinnig da unter Druck. Er hat halt einfach scheinbar ein Ego-Problem. Sonst würde er die Aufmerksamkeit von anderen Frauen ja auch nicht immer so genießen. Du gibst ihm doch schon genug Aufmerksamkeit, ja, und so. Ich habe ihn ja auch mal gefragt, gebe ich dir denn nicht genug Aufmerksamkeit oder sage ich dir nicht genug, wie toll du bist? So. Das waren die Bilder von Phil. Am Ende hat sie dann halt auch noch ein bisschen getanzt und er hat einfach mit eingeklatscht. Fand ich sehr gut. Ja, aber was ich hier gelernt habe, ist Folgendes und ich habe es bislang nicht gecheckt. Ich glaube, das Problem bei denen ist, er braucht halt diese Bestätigung von anderen Frauen und deswegen vergleicht sie sich ständig. Das macht viel mit ihrem Selbstwert. Das ist das Problem. Also, dann macht es auch Sinn, es liegt an seinem Ego und seinem Ego-Problem. Und er ist halt schon ein bisschen das Problem dann in der Situation. Weil warum musst du diese Bestätigung immer einholen, wenn du ja auch weißt, dass sich deine Partnerin, dass sie das total verunsichert und ihr ein sehr kackiges Gefühl gibt? Nur damit du ein bisschen die Komplimente von den Girls im Gym bekommst. Also, muss das sein, frage ich mich. Ich finde gerade, wenn man jemanden hat an seiner Seite, der vielleicht sowieso schon unsicher ist, ist es schon ein harter Klopper. Es ist wirklich ein harter Klopper. Aber ich finde, ja, es muss ja wirklich so sein, dass sie das sieht, dass sie das mitbekommt. So, und das ist schon verletzend. Das tut mir leid für sie. Ja, sie hat schon recht. Also ich habe in der Vergangenheit schon Aufmerksamkeit von anderen Frauen genossen. Aber dass sie das stört, das kann ich auch voll und ganz verstehen. Ja, super, Phil. Das ist doch das, was ich hier hören will. Ist so. So, und Lola fragt ihn jetzt auch, warum brauchst du denn diese Aufmerksamkeit von den Weibers? Ja, natürlich pusht einen das und gibt einem das Selbstvertrauen. Das nimmt man gerne mit. Das ist auf jeden Fall etwas, was man ins Auge fassen muss, wenn es um solche Themen geht. Das finde ich toll. Das klingt doch einfach nach, ich habe es verstanden, ich möchte mich da bessern, ich möchte mich da ändern, wir müssen da nochmal drüber reden. Da sage ich, sehr gut gemacht, Baby. Und das Outfit heute wieder Killer. Killer. Der hat nicht nur das Paillettenjackett ausgepackt, das T-Shirt darunter glitzert sogar. Wow. Lola sagt jetzt auch noch was. Und zwar sagt die, ihr seid seit 8 Jahren zusammen. Wie kann es sein oder woran liegt es, dass ihr euch beide bislang nicht die Bestätigung geben könnt, die ihr benötigt? Ja, vielleicht liegt es an mir. Boah. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass sie mir viel Bestätigung gibt. Und umgekehrt ist es auch so. Also ich bin schon eher der Typ, der die Emotionen nicht zulässt. Aber Laura hat mich trotzdem auch schon emotional erlebt. Ich will für sie einfach der Fels in der Brandung sein. Dieses Bild soll sie immer von mir haben. Und in jeder Lebenslage, am besten unser Leben lang. Und da soll sie immer wissen, dass der Typ, auf den ich mich verlassen kann. Willst du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Süß, süß, süß. Grüne Fahne erstmal. Aber ich will dir eine Sache sagen, Phil. Du kannst der Fels in der Brandung sein und trotzdem Emotionen haben. Trotzdem auch mal Schwäche zeigen. Das geht Hand in Hand. Und das eine schließt das andere nicht aus. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, so eine Laura, die würde es wahnsinnig freuen, wenn auch sie mal die starke Schulter an deiner Seite sein könnte. Ist nur eine Vermutung. Was ich da gesehen habe, das war für mich schon ein Schlag in die Fresse. Irgendwie. Scheint schon ein viel größeres Thema zu sein. Ja, es ist ein Riesenthema bei Laura. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt auch. Also wenn mein Kollege, mein Freund dann irgendwie immer
mit anderen Weibers und sich da immer die Bestätigung holt und bla. Ich würde auch an mir zweifeln und denken, reiche ich dir denn nicht? Warum brauchst du das? So, ich sag dir doch 10.000 Mal am Tag, wie geil ich deine Zipfelmütze finde. Du lügst atemberaubend gut. So, jetzt die nächste Bilder, Josh. Habe ich ja gar keinen Bock schon. Der regt mich schon auf, wie der da sitzt. Ne? Der hat nicht mein Hemd runtergezogen. Zeig Respekt, dann kriegst du welchen. Zeig's ihn, Schatz. Wollt ihr alle zugucken? Ja, ja. Oh, ich hoffe, das war ein Spiel, ne? Nasrin, du bist ja voll im Flirtmodus. Gefällt mir langsam hier. Klar. Wir haben festgestellt, Diggi. Josh. Tu das Kissen weg, Alter. Ja, der sieht mir ja doch ganz ähnlich. Was willst du jetzt, Mann? Keiner ist respektlos gegenüber mir. Der hat schon wieder die Kopfhörer raus, ne? Und wenn die Kopfhörer raus sind, dann hört er da gar nichts. Mit welchem Mann aus der Villa hättet ihr den besten Sex? Mit mir. Vielleicht Emu? Und was sagst du? Ja, diese Bilder sind heftig. Ich liebe die hundertprozentige Attitude in Lulas. 10 von 10. Das tut erstmal weh auf den ersten Blick. Ich muss das erstmal verarbeiten, weil da schon krasse Szenen dabei waren. Was waren da für krasse Szenen dabei, das mit dem Sex? Also, wenn der das verarbeiten muss, wie denkst du, geht's Nasrin, was sie von dir verarbeiten muss, Alter? Hallo? Aber wenn ich mir selber an die eigene Nase packe, muss ich halt sagen, so, ich sehe mich ja auch so. Ach so, sorry, hätte ich mal ausreden lassen sollen. Aber ich finde trotzdem, es ist nicht vergleichbar, was Nasrin da macht und was er da macht, bin ich ganz ehrlich. Das mit dem Kissen, mir ist mein Kissen heilig. Ich habe da eine halbe Stunde reingeweint wie ein 8-jähriges Kind, weil ich mich eröffnen will. Ja, ich habe da eine halbe Stunde reingeweint wie ein 8-jähriges Kind, aber vorher habe ich da halt reingewichst, weil ich an meine Verführerin gedacht habe. Die Szene werde ich nicht vergessen. Und da kommen irgendwelche Dudes und machen damit Späße, so. Das ist für mich nicht cool. Ja, aber Lola fragt ihn jetzt nochmal. Warum musst du denn ständig deine Kopfhörer rausnehmen, wenn da irgendwer was sagt? Warum? Ich versteh's nicht! Und der sagt halt, ja, das, was die Jungs sagen oder die Verführer, das ist für ihn absolut nicht relevant, ne? Naja, aber du hast ja gerade die Kopfhörer rausgenommen, als es darum ging, und da hat sie gesprochen, mit wem sie am ehesten Sex hätte. Das ist wahrscheinlich dann mein Schutzmechanismus, weil ich mir denke, okay, du musst jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie vor fremden Leuten sagen, mit wem du jetzt geilen Sex hättest. Du! Gerade du! Ich find's aber spannend, dass du dir schon so ein bisschen schön redest. Du sollst hingucken, du guckst aber weg, du nimmst die Kopfhörer raus. Mhm. Dann siehst du ja doch nicht und weißt nicht, wie sie wirklich agiert und was sie wirklich sagt. Ja, das stimmt, das war uncool von mir. Das ist halt, jetzt labert der, ne? Warum das uncool war und warum er das gemacht hat. Und ne, er wollte irgendwie seine Emotionen ein bisschen regulieren, er hat schon die Wut hochkommen spüren. Hochspüren kommen. Ihr wisst, was ich meine. Hat er schnell die Kopfhörer raus, damit sich das wieder ein bisschen reguliert. Also es ist irgendwo auch alles verständlich, aber dann sagt er halt das. Die kennen sich seit 10 Tagen und die labern irgendeine Scheiße. Also warum soll ich mir das reinziehen? Das ist doch nicht gut für meinen Seelenfrieden. Doch. Du sollst dir das genau reinziehen, weil das der Sinn von Temptation Island ist. Also guck mal, für mich spricht das so krass dafür, dass er sehr, sehr eifersüchtig ist, ja? Weil er schafft es nicht mal, diese Bilder anzugucken. Aber Nasrin auf der anderen Seite soll all das akzeptieren, was er hier treibt? So, sie muss sich ja auch die Bilder angucken. Ich meine, ja, das ist hart, aber diesen Schritt musst du halt gehen für dieses Spiel. Ich find's komisch. Das arme Mäuschen, so weißt du. Oh. So, jetzt hier, Mo hat irgendwie ein Gespräch mit irgendwem und ich glaube, die sind so, ja, was denkst du mit deiner Freundin und so? Findet ihr das cool, was du machst? Wenn ich jetzt mit Sandra die ganze Zeit chille, das wird sie auch nicht stören. Weil sie weiß, da ist keine falsche Gedanke. Sie weiß, da ist keine intime Gespräche. Was laberst du? Die haben sowas von intime Gespräche, Alter. Der weiß, was die für ein Sternzeichen ist, wo die herkommt. Ja, ihr seht doch das alles. Ihr seht es doch. Und jemandem ständig zu sagen, du bist wirklich die einzige Person hier, bei der ich mich öffnen kann und der ich vertraue und bei dir bin ich, wie ich bin, das ist nicht intim. Das ist für mich Intimität. Da auf dem Sofa zusammen zu kuscheln, gemeinsam einzuschlafen, das ist Intimität. Verarsch die Nächsten hier, ne? Also wirklich, das größte Problem ist bei dem, glaube ich, dass er sich selbst die ganze Zeit verarscht. Und dann denke ich immer, ja, er ist auch noch klein. Wie alt ist der? 25? Lass den mal 10 Jahre reifen. Ich würde das dann verstehen. Damals hieß es so, Schatz, können wir darüber reden? Ich so, nein, ich gehe jetzt und wir sehen uns in 2 Tagen. Ich gehe jetzt und wir sehen uns in 2 Tagen. Was soll eine Vivi daraus lernen? Ich spreche lieber nichts an, weil sonst geht er und lässt mich 2 Tage ohne Kontakt hier sitzen. Du bist ein richtig manipulatives Missstück.
Wisst ihr, was mich nervt? Er tut so, als wäre er eigentlich ein guter Typ. Und so kommt er einem auch rüber. Aber alles, was hier über ihn rauskommt, wie er mit der Frau umgeht, die er liebt, ist sowas von bodenlos und spricht dafür, was er eigentlich für ein abgewichster Typ ist. Da kannst du ja nett sein, wie du willst. Es ändert nichts daran. Also ich war wirklich so richtig böse, so richtig emotionallos. Kein Herz, keine Gefühle. Na, da kann man richtig stolz drauf sein, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall wirklich wie ein Trauma für Vivi. Die Arme. Ich will mich ändern und werde ich auch machen. Zu 1000000%. Und ich freue mich auf unsere Zukunft, wirklich. Ich lüge dich nicht an. Ich schwöre und du weißt, ich stehe jetzt mal vor. Aber jetzt will ich mich noch nicht ändern. Ich genieße jetzt noch mal Temptation Island, weil das ist ja auch nicht das reale Leben. Aber dann, wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich mich ändern oder was? Es geht hier doch darum, dass du ihr zeigst, dass du dich geändert hast. Bislang zeigst du davon zero. So. Jetzt nochmal zu Phil. Das Ganze hat ihn schon irgendwie doch sehr mitgenommen. Und er öffnet sich jetzt hier Tammo, der wirklich einen ganz guten Rat für ihn auch hat. Wie gesagt, auf diese Art und Weise, so wie sie das so abwertend sagt, Digga. Wir haben ein super Leben zusammen. Bei uns ist eigentlich alles perfekt so. So haben wir das zumindest immer zu uns gesagt. So sagen wir das auch jeden Tag. Voll komisch. Ich fühle mich richtig komisch gerade, ehrlich. Ach man, ich verstehe es, Phil. Er hat halt auch viel abbekommen, ne? Aber ich glaube, das ist halt wirklich das Einzige, was Laura sehr stört. Und sie ja wahrscheinlich auch sehr verletzt in der Beziehung und so. Und deswegen, ja, es kommt vielleicht für ihn auch so ein bisschen hart um die Ecke. Woher weiß denn deine Freundin zum Beispiel, dass du sie über alles auf der Welt liebst, wenn du ihr nicht einmal deine Emotionen über deine Gefühle sagst, wenn es dir nicht gut geht? Das ist ein großer Punkt. Ich finde auch, das ist ein großer Punkt. Das ist ein sehr großer Punkt. Phil sagt jetzt Tammo, dass es nicht so ist, dass er da sich nie öffnet oder so, ne? Aber er ist halt auch einfach nicht die Person, die sich da komplett öffnet, dass man da wirklich tief mal reingucken kann. Aber vielleicht muss man eine Person auf der Gegenseite einfach auch mal die Chance geben, tief reinzukommen an dein Gefühl, damit die Person dann auch dieses Gefühl erwidert. Weil wenn du so weitermachst wie jetzt, wird es in die Hose gehen. Ich finde das so toll. Ich finde es toll. Ich glaube, der braucht das auch irgendwie mal von einem maskulinen Mann, der ihm das sagt. Aber ich glaube auch, das wird alles gerade ein bisschen mehr aufgebauscht. Warte ab, Phil, wenn ihr miteinander redet. Und dann legst du mal das Ego bisschen beiseite. Das Glitzertop aus. Erster Schritt. Nein, ich liebe das Glitzertop. Einfach mega, mega. 10/10. Ja, jetzt ist hier nächste Situation. Ich könnte eigentlich auch schon wieder ausrasten. Sandra und Mo. Die Verführerin sitzt da so auf der Küchenzeile, er guckt die ganze Zeit schon so rüber, dann geht er hin, brauchst du Hilfe, soll ich dich runterheben? Es endet dann aber erstmal in einer sehr langen Umarmung, gefolgt von einem sehr intensiven Blickkontakt, Junge. Dann sieh mich auch als stur, aber es reicht. Komm, wir gucken einfach in die Frauenvilla, die haben jetzt eigentlich so einen Talentabend. Alle haben was vorgeführt, alle waren jetzt auch schon dran. Jetzt kommen aber die großen Stars des Abends, Nasrin und Emu. Das sind ja Tänzer. Das sind ja professionelle Tänzer. Und die haben jetzt ihren Auftritt. Wir begrüßen mit einem donnernden Applaus. Und jetzt extra sogar so ein Tanzoutfit angezogen. Das ist mein Moment mit Emo zusammen. Okay. Nein, Alter. Das ist asozial. Das ist wirklich asozial, den da jetzt den Moment kaputt zu machen. Die haben den ganzen Tag trainiert, meine Fresse. Das ist einfach nicht fair. Aber... das war's. Das war's mit der heutigen Doppelfolge. Was passiert nächste Woche? Party eskaliert wieder komplett und Mo sagt zu Sandra, oh scheiße, dass es viele Dinge gibt, die seine Freundin nicht über ihn weiß. Rest in peace. Ihr Süßen, das war's heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Peace. Adieu, Schlampen.